Habt ihr keinen Respekt für Trauern? Er hat mit meinem Vater geredet, hinter meinem Rücken. Ja und? Er hat zu ihm gesagt, dass ich relativ in den Knast gehe. Mein Vater ist ausgeflippt. Jetzt versucht er alles daran, dass ich es nicht mache. Du elendiger Ratte, Mann. Ich hab keinen Bock auf diese Kinderkacke. Abbas, werf die raus, yalla. Warte mal. Was soll ich da? Du willst, dass Latif im Knast bleibt, du kleiner Wichser? Was, Wallah? Hm? Wir sind an seinem Rücken zu seinem Vater und verpetzt ihn? Nein, wir haben über alles Mögliche geredet, Wallah. Sei ruhig. Bitte. Machst du das immer so? Nein, Wallah. Hinter unserem Rücken reden? Eine Ratte bist du, wie sehr gesagt. Bist du eine Ratte? Nein. Zu diesen Huren, so in den Rock haben was gesteckt? Nein, Wallah. Nimm dich! Wallah, nein. Genau das hast du gemacht, du kleiner Wichser. Wolltest du deinen auswischen, ja? Ich sag dir eins, kleiner Pisser. Entweder auf der Erde oder unter der Erde. Aysam, stimmt das? Nein, ich hab nichts gemacht, Tony, Wallah. Ich war das nicht. Abbas, lass ihn los. Misch dich nicht ein. Denkst du, ich glaub dir, du Pisser? Hm? Denkst du, ich glaub dir? Ich schwöre, ich war das nicht, Wallah. Ich schwöre, bitte. Komm her! Komm her! Dein Freund? Macht er sowas? Nein. Nein, er war das nicht. So schlau kann er gar nicht denken. Er wollte nur nicht, dass ich weggehe. Verpiss dich, Allah. Geh raus. Verpiss dich. Und du, kleiner Penner? Such dir nächstes Mal bessere Freunde aus. Hast du mich verstanden? Aber das lernst du noch im Gefängnis. Mach mal Platz, Herr Salame, ich will hier durch.